Jahren. Grundrechtseinschränkungen, Zensur, Cancel Culture, Diffamierungen, Ausgrenzungen, Berufsverboten, Kontakt- und Versammlungsverboten etc. etc. Die Liste ist endlos. Wir stehen für die Unantastbarkeit unseres Grundgesetzes. Wir nutzen dafür die Mittel der Satire. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Hand in Hand um die Welt, weil wir Frieden bringen. 8 Milliarden Herzen mit Liebe drin. Ja, wir sind eine Menschheitsfamilie. Danke, Herr Greul, dass Sie Menschen, die Angst haben, im Winter zu frieren, aufgrund von der Politik der Bundesregierung als Staatsfeinde darstellen. Herr Wieler hat uns doch beigebracht, dass wir einfach die Dinge nicht mehr hinterfragen sollen und sie einfach machen. Das ist doch in einem demokratischen Rechtsstaat genau das Richtige. Danke, Herr Wieler, dass Sie uns gesagt haben, wie das funktioniert. Deswegen hat man es auch geschafft in dieser Pandemie, und das fand ich auch sehr wichtig, über 20 Krankenhäuser zu schließen, Tausende von Intensivbetten abzubauen. Auch dafür unser aller Dank, auch im Namen derer, die unter dieser Politik gelitten haben. Sie nennen uns Staatsfeind, dabei wollen wir doch nur leben und frei sein. Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit. Wir marschieren mit der Liebe zum Menschsein, und es erklingt der Ruf. Keine Diktatur, es erklingt der Ruf. Frieden, Freiheit, keine